Hallo meine Lieben, heute machen wir ein One-Pot-Gericht und zwar mit einem Black Angus-Topf. Ja, hier habe ich Black Angus-Bratenstück und Hackfleisch auch von Black Angus. Ja, tropft ein bisschen, war gefroren, deswegen auch in der Schüssel. Gehen wir gleich rüber, bevor ich mich jetzt noch hier verquassel. So Freunde, ich denke, glaube und hoffe, ich habe jetzt alles hier liegen, was ich benötige. Eben das Fleisch, ein paar Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, so ein Knollenknoblauch, Champignons, ein bisschen Bacon, weil das muss unbedingt sein, Möhrchen, Paprika, ein Rinderkraftbouillon ist das, ein Öl und würzen tun wir das mit dem Rinderwahn vom Philipp. Da ist drinnen Gewürze. Paprika, Zwiebel, Knoblauch, Pfeffer, Fenchel, Kreuzkümmel, Chiliflocken, Steinsalz, Zucker. Ja, offen ist er noch gar nicht. Das können wir aber ganz schnell ändern hier. Und natürlich nachher noch den Topf. Ich werde jetzt alles soweit vorschnippeln, in eine Konixform rein und ja, danach sehen wir uns dann schon draußen mit dem Topf in der Grillkota. Aber ich zeige euch natürlich noch, wenn es geschnibbelt ist. So Freunde, ich habe das Ganze jetzt komprimiert, damit ich einfach nicht so viel schleppen muss. Einmal komplett Fleisch, Black Angus, geschnibbelt, das Black Angus Hackfleisch und den Bacon vom Schweinchen. Der wird alles zusammen auf einmal in den Topf und gescheit angebraten. Keine Angst, ich werde eine ordentliche Glut unten haben, weil draußen ist es saukalt und ich werde die Grillkota mal so richtig anfeuern mit Kohle. Ja, und Gemüse, das kommt auch alles auf einmal dann rein. Deswegen sage ich jetzt kein Problem, das so zu machen. Dann kann ich alles zusammenpacken. Die drei Sachen noch. Ein Wasser braucht man noch. Und ja, dann können wir draußen loslegen. Ich fange jetzt an, alles hinauszuschleppen. Ja, wie gesagt, nicht viel. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ist Wasser. Und ja, irgendwas zum Umrühren werden wir dann auch noch finden. Alles klar, Leute. Wir sehen uns draußen in der Grillkota. So, Leute, ich bin jetzt in der Grillkota. Das Thermometer zeigt noch 2,2 Grad gerade an. Ja, wo ich reinkommen bin, waren es 0,1. Komisch. Das eine da oben hatte 2 Grad, zeigt immer noch 2 Grad an. Ja, heizen tue ich mit dem Heizlüfterchen hier und natürlich mit einem Haufen Briketts und Kohlen von McBriquette. Jawohl. Mit dabei der FT9, Grießpudding für mich zum Fertigessen. Da habe ich mal den Stapel, der glüht gerade schön durch. Und hier ist der komplette Rest. Jo. Lassen wir die Kohlen noch ein bisschen vorglühen. Und dann können wir auch schon anfangen. So, dann probieren wir doch mal, ob das schon soweit heiß ist. Ja, ein bisschen kann es noch, aber jetzt sehe ich es dann gleich, wenn es zum Brodeln anfängt und wenn es soweit ist, kommt das Fleisch alles hinein. Naja, noch nicht so ganz 100 pro, aber kann ja schon mal den Bacon ein bisschen reinwerfen. Na doch, so langsam kommt es doch. Da kommen wir aus der Hackfleischbolle. Warum zusätzlich Hackfleisch? Ja, Leute, das weiß ich selber nicht. Mir war irgendwie danach. Einfach, dass es fleischiger wird. Auf alle Fälle das Hackfleisch schon klein hacken.
dann möglichst keine so großen Tropfen davon haben. Das reicht schon, dass ich das Gemüse extrem grob motorisch geschnippelt habe. Ihr seht es ja nachher gleich nochmal, wenn wir es reintun. Kurz anbraten lassen und dann kommt das restliche Fleisch mit rein. Heute wünschte ich mir fast ein bisschen mehr Licht hier oder ein bisschen anders. Ich probiere mal noch die Lampen zu drehen. Aber da tut sich, glaube ich, auch nicht mehr viel. Ne? Ja, weil wir eben den Schornstein hier ein bisschen tiefer gehängt haben, fällt hier nicht mehr so viel Licht rein. Da muss ich mir noch was ausdenken. So, tun wir das Hack auf die eine Seite. Und das Fleisch hier auf die andere Seite. Und das tun wir jetzt gemeinsam ordentlich anbraten. Sofern wir das halbwegs hinbekommen in den Topf. Naja, ein bisschen mehr Hitze könnte schon noch sein. Aber, ja, jetzt ist es halt so. Aber die Hitze kommt ja noch. Die Kohlen sind noch nicht komplett durchgeglüht. Tja Leute, was soll ich sagen? Es brodelt so schön und lecker köstlich vor sich hin. Obwohl noch kein Gewürz dran ist, gar nichts, riecht es schon mal, ja, nach gebratenem Fleisch. Mhm. Und so, wie gesagt, ordentlich anrösten lassen. Jo, da bilden sich schön schon die ersten Röstaromen. Wunderbar, so soll es sein. Und so langsam kriegt der Topf auch seinen Schub von unten. Ja, so schlecht sieht es da nicht aus. Einmal frei. Dann hauen wir gleich mal die erste Ladung von dem Gewürz rein. Wenn es nichts taugt, können wir einen Philipp hauen. Oh Gott, da kommen, das hat er durch. Ja, wir hätten jetzt das ganze Gemüse auch noch anbraten können. Wie ihr seht, es ist ja wirklich relativ grob motorisch geschnitten. Ich wollte es so, dass man vielleicht hinterher auch das Gemüse noch unterscheiden kann. Die Champignons habe ich größtenteils bloß halbiert. Die etwas kleineren habe ich komplett gelassen. So, vielleicht kommt das der Vorderrand. Gut, dass ich den FT9 genommen habe. Ich glaube, den Vorderrand mal gleich rein, obwohl. Nein, den tue ich nachher noch. Nachher nein. Ich kann das noch ein klein bisschen mit anschmuggeln. Wird wahrscheinlich nicht arg der Fall sein. Aber was drin ist, ist drin. Jetzt noch ganz gut passen wird, eventuell ein bisschen an Wein mit rein. Da bin ich persönlich mir jetzt unschlüssig, ob an roten oder an weißen. Aber dazu werde ich jetzt kurz meinen Schatz anrufen und mal fragen, was er gern drin hätte. So Freunde, frei nach dem Motto, lieber eine Raude als eine Daude. Ja, geben wir den ganzen Ding 5 PS mehr, weil die Rauden haben wir 5 PS mehr. Und da drin brodelt es ganz schön. Boah, riecht das schon gut. Geilomat. Haben wir ein schönes Schlückchen Rotwein hinzu. Der Schatz hat sich dafür entschlossen.
ob wir das nachher dann noch ganz am Schluss eindicken oder einfach so lassen. Leute, das ist eine Entscheidung, die fälle ich ja, zum Schluss und jetzt noch nicht. Aber wir werden definitiv ab und zu mal umrühren, durchrühren und gut ist. So, Deckel wieder drauf und dann mal eben die Cam auf mich. Ja, wie gehabt, ja, hier drin ist schon etwas kühler, aber ja, Thermometer zeigt mittlerweile 7,2 Grad an. Es geht eigentlich, gefrieren tue ich nicht. Heizlüfter habe ich momentan sogar ausgemacht. Mein Käffchen. Der macht stark. Und wer vorher schon aufgepasst ist, hat einen genauen Blick auf die Uhr geschmissen. Wir haben es jetzt 20.56 Uhr. Ja, das heißt, noch eine Stunde hat der Topf jetzt Zeit, fertig zu werden. Ich hoffe, das reicht. Warum? Jatzi hat Spätschicht und ja. Dann wollen wir wenigstens am Abend zusammen essen. Mhm. Zumindest ich will das. Und die bestimmt auch. Aber hilft nichts. Ich mache mir es hier jetzt ein bisschen gemütlich. Eventuell die Kohlen ein bisschen wieder rausziehen nachher. Schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Ab und zu umrühren. Aber da hole ich euch dann wieder dazu. Jo. Weiter geht's. So, nach ja, ca. 20, 25 Minuten rühre ich jetzt mal wieder um. Und werden wir mal ein Probiererle von der Soße gönnen. Richtig geil. Ja, spitze. Ja, ihr seht, das brodelt wie verrückt. Anbrennen sollte da drin gar nichts. Schnaps mal meine Mohrrübe. Die ist ja schon weich. Tja, ich glaube, ich ziehe doch ein bisschen die Kohlen unten raus. Leg die ein bisschen auf die Seite. Zumindest ein paar. Das reicht dann auf alle Fälle. Der Topf kriegt ja auch noch Strahlungshitze dann von außen ab, eben durch die Kohlen, wo hier außen rumliegen dann. Wenn das nicht ausreicht, weiß ich auch nicht. Und wir haben es mittlerweile 8,7 Grad, der Heizlüfter lüftelt wieder ein bisschen. So. Wunderbar. So lassen wir es jetzt noch stehen, die nächste halbe Stunde, und dann gucken wir, ob das Essen fertig ist. Tja, Freunde, wer genau beobachtet, sieht, dass es hier immer zeitweise schön rausdampft. Nein, der Topf ist nicht undicht, da ist die eben diese Kerbe und ich habe den Pfeil, was auf dem Deckel ist, genau auf die Kerbe gestellt, eben, dass es etwas herausdampft, um eben ein kleines bisschen zum Einreduzieren. Oh. Also, und ja, das duftet. Ich freue mich jetzt schon richtig drauf. Ich habe vorher übrigens gerade noch eine Kartoffel probiert. Und ey, Leute, Kartoffel auch weich. Ja, jetzt müsste eigentlich dann jeden Augenblick mein Schatz endlich heimkommen und ja,
dann werden wir reingehen und wahrscheinlich drinnen essen. Weil ich glaube nicht, dass die heute noch... Moment. Weil ich glaube nicht, wenn die heute jetzt eben einen ganzen Tag unterwegs war mit dem Bus, dass sie noch großartig Lust hat, sich hier draußen hinzuhocken. Wenn es wärmer wäre, richtig schön warm hier herin, dann okay, aber ja, 12 Grad haben wir zusammengebracht, immerhin. Und ja, das ist der Grund, warum wir dann eben reingehen zum Essen. Oh, ich werde hier angedampft. Ja, ich hoffe, das Video entschädigt euch für die letzten zwei Videos. Das eine war einfach bloß mitgefilmt an der Halloween Party. Ja, und das andere mit der Feuerplatte, es war einfach ein Versuch, ein Test. Und dieses Mal eben wieder ein richtig geiles Topvideo. Lecker. Jo, ich habe mir hier jetzt mit Videos auf YouTube die Zeit vertrieben. Ja, mal was anderes. Macht man ja sonst nicht. Und ich bringe jetzt einmal noch das restliche Zeug rein. Die Cam. Und ja, in ein paar Minütchen dann hole ich dann den Topf auch noch mit rein. Und dann wird man drinnen öffnen, auf Teller verteilen und essen. Schatz ist zwar noch nicht da, und wenn sie da ist, ist sie nicht in die Grillkota gekommen, sondern gleich reingegangen. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, Essen ist jetzt soweit fertig. Und ja, ich bringe alles rein. Wir sehen uns drinnen. Hau ruck! Tja Leute, ich habe vorher den Topf schon vom Feuer runtergenommen, deswegen konnte ich den jetzt am Griff wieder anlangen. Oh. Ja, wo ist Teller? Die Katzen sind am Rotieren und miauzen rum. Kein Wunder, die Katzenmama ist da, da gibt es immer was zum Futtern. Rindfleisch. Ja, und es ist genau so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Ja, und dann wünsche ich mir mal guten Appetit. So Leute, schön die Pilze, Kartoffeln, leicht verkochte Zwiebeln. Die Paprika erkennt man noch schön. Das war der Grund, warum ich das wirklich alles so grobmotorisch geschnitten habe. Und jetzt wird erstmal probiert. Schatz versorgt jetzt erstmal die Katzen. Aber egal, dann kann ich noch in Ruhe probieren. Hi. Wie immer. Verdammt heiß sogar. Und gleich noch mit verschluckt. Ja, das Fleisch ist auch weich. Das kann ich mit einem Löffel klein machen. Leichte Schärfe drin vom Philips Eigengewürz. Und geschmacklich einfach eine Wucht. Ja. Also hervorragend, wie gesagt, eine leichte Schärfe, Konsistenz nach circa, ja,
bisschen über einer Stunde, wo dann alles zusammen im Topf war, hat es noch geköchelt, schön mit Dampf von unten. Und ich muss sagen, hervorragend geil geworden. So, jetzt warten wir noch, bis Schatzi probiert hat. Dann darf die auch noch was dazu sagen. Ja, und dann beenden wir das Video schon. Mhm. So. Oh, hab ich Hunger. Sie fängt an. Also heiß ist es einmal noch. Mhm. Wie gesagt, eine leichte Schärfe ist drin. Oh Gott. Ach, so scharf ist es nicht. Du kannst ja noch ein bisschen Sahne oder sowas mit rein tun, wenn es da zu scharf wäre. Ja, das werde ich jetzt auch machen. Also mir ist das fast zu würzig. Okay. Also von dir habe ich aber schon anderes Essen gekriegt mit einer Pfefferschärfe. Die war heftiger. Okay. Ja. Aber mit ein bisschen Sahne neutralisieren die Schärfe. Schmeckt es vielleicht sogar noch besser. Das probiere ich jetzt auch aus. Mmh, jetzt ist gut. Sehr gut. Mmh. Schmeckt noch besser. Aber wir tun die Sahne dann erst am Teller dazu. Hervorragend. Leute, 100%ige Nachmachempfehlung. Genauso mit Philipps Gewürz. Wo man das kriegt, bei ihm auf Facebook kann man es, glaube ich, bestellen. Ich werde mal anfragen, dass der mir noch einen Link geschickt und dann durch das unten drunter verlinken. Genau. Okay, Leute, wir sehen uns. Bis demnächst.